Wir ist euch leider Tauto wieder hier und willkommen zurück bei The Witcher 3. Lass uns leben, ja? Kurz, also wir werden jetzt mal das Theaterstück vorbereiten. Und, lange lebe Geralt von Riva, danke. Unser Retter! Ja, wie immer. Ups. Hallo. Hast du diese armen wichtigen auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, wir bereiten mal das Ganze vor. Ich mache auch die optionale Option da mit. Vielleicht bringt das ja mehr. Und was habe ich. Wow. Okay. Na komm schon. Ah genau, ich werde den alternativen Bewegungsmodus eingeschalten. Was auch immer das jetzt genau heißt, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht merke ich es dann mal, wenn ich... Aber mir kommt vor, das Kämpfen war jetzt schon ein bisschen besser. Ja, genau. Diese Aufnahmesession hier wird noch kurz vor der Gamescom veröffentlicht werden. Also die Folge jetzt am Montag. Ich nehme sie jetzt nämlich schon am Sonntag auf, nur dass ihr wisst. Och. Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Ein Schläger? Schmeichelhaft. Danke. Vergib uns. Du siehst gefährlich aus und wir hatten in letzter Zeit reichlich Ärger. Nissa ist mit den Nerven am Ende. Wie wir alle. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht. Fressen und Huren, das kann er, der Wicht. Werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Fettsacks Bande? Ach, Strauchdiebe. Vom Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht. Wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Sie lassen uns nicht auftreten. Vergraulen das Publikum. Zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Haben Sie einen von euch verletzt? Noch nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nissa hat gehört, dass Sie irgendwas anzünden wollen. Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Okay, da habe ich das jetzt aus Versehen die Quest getriggert, weil ich einfach mal schauen wollte, was hier drin ist. Die Folge jetzt, die, was ihr jetzt schaut, ist jetzt am Montag veröffentlicht worden und schon am Sonntag jetzt aufgenommen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt diese Aufnahmesession führen werde, aber so viel sei gesagt, ich kann nur ab Montag noch auf die Kommentare eingehen, generell auf die Videos. Und dann bin ich ja unterwegs zu Gamescom und es ist halt blöd, wie es ist mit den Internetverbindungen in Deutschland für mich. Von daher verzeiht mir, wenn ich auf keine Kommentare eingehen kann. So. Ihr seid das also. Hey Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen? Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Lass die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die Hierarch Himmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz.
Lass die Lumpen in Ruhe. Ja, wir lassen sie in Ruhe. Was zur Hölle? Schwarze Magie. Er ist ein Magier. Auf ihn! Aha. Ich sollte gar nicht mal meine Achse wieder mal skillen. Nein! Verdammt! Warum steckst du das Schwert weg? Ach, dieser Anblick! Denen hast du's gegeben? 1, 2 über den Rücken, dann wumm voll auf die Birne! Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke, vielmals! Bitte. Das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen bunt, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Kopper! Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab! Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal! Ich glaube, ich sollte fast wieder Axe skillen. Weil das ist schon langsam. Oder wie weit haben wir das eigentlich geskillt? Axe. Täuschung habe ich eigentlich ganz voll. Marionette, das brauche ich nicht. Das könnte man dann machen. Okay. Ne, ich will jetzt eher mehr ein bisschen hier Igni ein bisschen weiter. Also ich gehe generell gerne auf Zeichen, das merkt ihr jetzt irgendwie überhaupt nicht. Ja. Deswegen ist ja auch bis jetzt die Greifenrüstung eigentlich die beste Wahl für mich. So, wir müssen jetzt zu den Docks, um Ordner anzuheuern. Ah, verflucht. Ja, Gamescom. Ich glaube, ich werde auch generell morgen noch ein extiges... Infovideo für euch aufnehmen, damit ihr auch wirklich alles wisst, wo ihr mich treffen könnt. Weil da gibt es ja von Troubletown ein von Dado ein organisiertes Fan-Treffen, wo wir alle von Troubletown da sind. Und da werde ich auch meine Wenigkeit auch dabei sein. Warum laufst du so komisch, Geralt? Ist das jetzt der alternative Laufmodus oder was? Wartet mal kurz. Optionen. Das war ein Spiel. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ah, das große Nee. Das rennt doch gleich, okay. Das ist mir entweder haben die das geändert oder es ist mir vorher nie so richtig aufgefallen, weil jetzt irgendwie auf das achte. Keine Ahnung. So. Kurz zwischenspeichern. Könnte auch ein Bug sein, weil das ist eigentlich die Animation, was er macht, wenn wir die mit den Schwertern rumlaufen. Vielleicht buggt das gerade ein bisschen. Kann man gleich sehen. Ich ziehe mal kurz ein Schwert. Ja, weil hier läuft jetzt mein Schwert. Steckt das weg. Ja, da läuft er schon ganz anders. Das hat einen kurzen Bug gegeben. Wusste ich's doch. Was ist hier? Das Bärenfell, nice. Fälle bringen auch ganz viel Kohle eigentlich. Aber ich finde, ich habe so viel Geld, da ist mir das eigentlich egal, wenn ich irgendwas nicht verkaufe oder nicht. Oh, ein Boss, Boxkampf hier. Netter Kampf, gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hal messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Seid ihr wirklich aus Nilfgaard? Aus Metina, verdammt. Nicht aus Nilfgaard. Aufgezogen von wilden Hunden in den Sturmebenen von Magdeira. Brüder des Blutvergießens in Metinas berüchtigten Drecksarenen. Wer tritt den Wilden aus dem Süden entgegen? Wer sieht den Bestien ins Auge? Ich bräuchte euch als Aushilfen. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft.
Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich Hal schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Tja, Hal hat's nicht so mit Theater. Tragische Romanze. Ich erspare dir die Details. Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Ein Hexer gegen den zweiköpfigen Drachen von Medina. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Gut, ich kämpfe gegen euch beide gleichzeitig. Erst her mit dem Geld. Verlierst du, gehört's uns. Doppeltes Geld, wie versprochen. Wenn ich gewinne, krieg ich's zurück. Hal, mach ihn fertig! Ich hab hier was Besonderes für dich. So. Da bin ich jetzt gespannt, wie das jetzt wird. Ah, der kommt. Ah, doch, der kommt. Der. Aha. Oh, wow, wow, wow. Na, ich brauche mal keine Rolle. Unbedingt mehr aufpassen. Ah, verdammt. Nein. Oh, das war knapp. Ah, von hinten an. Boah, verdammt. Egal. Hä? Gut gekämpft, Weißer. Du hast Hal gefallen. Das sehe ich an seinem Lächeln. Wir haben Zeit für eine kleine Pause. Danach können wir bewachen, was du willst. Keine Sorge, wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Und das Geld behalten wir. Nicht, Hal? Ja. Boxkämpfer sind jetzt ja ganz meins. Vor allem, wenn er bei mir nicht... Bei mir, komisch... Ich meine, ich nehme es jetzt... Ihr seht es ja jetzt als Ausrede, aber also irgendwie... bei mir blockt er nicht richtig. Verstehe es nicht ganz. So... Ah. Aber jetzt mal schnell Reise. Zurück. Wir müssen Dulu finden. Vergesst das nicht. Wie sagt man, goldene Stichereien? Doppler gehören ins Feuer, nicht auf die Bühne. Die waren jetzt schnell. Siehst du, Hal? Masse mag wichtig sein, aber die Technik macht den Unterschied. Mhm. Für einen Rivier regnet es nicht, stimmt's? Wie komme ich jetzt zu ihr zurück? Oh. Ah, da ist eine Tür. Da wäre die normale Tür gewesen. Da ist ihre. In Wahrheit sind wir schon von den Schwaben. Da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Ich bin kein Schauspieler. Es ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber mein emotionaler Ausdruck ist nicht der beste. Aber das ist doch ideal. Du spielst doch den Hexer, nicht die Prinzessin.
Außerdem musst du natürlich auf die Bühne. Du musst dich sehen. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Du hast recht. Hab nur nicht damit gerechnet, sowas tun zu müssen. Das wird schon, mein Lieber. Stolzier einfach mit einem großen Schwert in der Hand auf die Bühne, schau finster drein und sag mit tiefer Stimme ein paar Sätze. Schaffst du das? Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche, mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Abelard Ritzer wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bullière, herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Riskieren wir es und geben die Rolle Maxime. Er hat gerade eine gute Phase. Vielleicht haben wir Glück. Bringen diese Vorstellungen viel Geld ein? Tja, kommt drauf an. An guten Tagen passen kaum alle Zuschauer auf den Platz. Und mal sind wir wieder froh, wenn wir auf eine Handvoll Kopper kommen. Du bekommst natürlich auch eine Gage. Du bist jetzt Mitglied des Ensembles. Danke. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön, es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Sultan? Was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt. Du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine herzzerreißende Geschichte für euch. Der Titel: Die Errettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr den Publikumsliebling fern und nah, Maxime Bullière. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Hoheit, der Schlächter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Des Monsters Braut soll meine Tochter nicht sein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Und deiner Königin Dank erntest du. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht.
Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Doch Jungfer und Monster, das darf nicht sein. Nein. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht verbirgt sich's im Keller oder in einem Fass Bier. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen ist voller Heimlichkeit und Schmerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Denn du bist die Schönste, die ich je angeschaut. Oh, Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Nun muss ich mein monsterlich Wesen gestehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein. Falls sie ihn wirklich liebt, ist sie wohl sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen! Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wär. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern schlechte Moral und ein mickriges Haus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Wer Doppler nicht lieb hat, der ist nicht ganz dicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Recht hat er! Hey, Schauspieler, kennt ihr die Gebote des ewigen Feuers nicht? Ketzer! Man sollte ihnen Respekt vor dem Glauben einbläuen! Was faselt ihr da? Maul halten und klatschen, oder ich reiß euch neue Arschlöcher! Du willst mir ein neues? Das werden wir ja sehen! Los, Jungs! Gebt ihnen einen Vorgeschmack auf die Hölle! Im Namen des Kults! Hilf uns, Hexer! Wir schaffen sie nicht alleine! Verdammt! Geralt, kannst du mal kurz runterkommen? Bitte, überlasst ihn mir!
Mama! Verfluchte Hure! Hör endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Bitte, überlasst ihn mir! Ups, ist doch fast zockern, aber fuck it. Komm jetzt, Dudu wartet hinter der Bühne. Das war wieder klar, dass die Idioten wieder daherkommen. Jetzt machen die jetzt neue Sachen dabei. Interessant, die haben jetzt überall gebratenes Fleisch dabei. Irgendwer muss da ein Grillfest veranstaltet haben, dass die so voll dabei haben. So. Ich hätte vorher mal den Text durchlesen sollen, weil ich wette, was ich habe im Inventar jetzt da drin. Tagebuch des Feuerschluckers. Okay, das könnt ihr durchlesen. Hey, Moment, da war ja auch mal so eine Gruppe. War der da dort? Weil ich gerade lese den ersten Satz wegen Lokmoin. Also ihr müsst doch mal ein bisschen zwischendrin Pause drücken, so wie jetzt zum Beispiel. Und dann einmal noch hier. So. Bei Questgegenständen. Ne, wahrscheinlich hätten wir ihr fragen sollen, sagen sollen, wir wollen den Text lernen. Und dann hätten wir ihn wahrscheinlich bekommen. Das habe ich im Übrigen auch gestohlen. Hier die neufgardische Hose und die Schuhe. Ah, die Sukubus-Trophäe wäre auch noch. So. Wie komme ich jetzt hinter die Bühne? Hier. Ja. Ah, komm. Lass endlich treffen gehen. Wir auf Dudu. Ja. Er ist im Haus, okay. Da ist Sultan. Wieder dieses Ziehen im Rücken. Geralt, Kumpel. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Räuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden?
Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand? Außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Oh, Geralt, Geralt. Ich fürchte, ich schneide auf der Monsterjagd besser ab als du auf der Bühne. Könnte sein, aber es wäre wohl klüger, es nicht zu versuchen. Die Vorstellung im Allgemeinen, was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben mir Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Oh Gott. Sollen wir Dijkstra fragen um Hilfe? Ja, komm, kann nicht schaden. Weise, hier ist es nicht sicher. Geh mal auf Sicherheit. Lang lebe Geralt von Riva, unser Retter. Mhm. So. Das ist aber gruselig. Wo versteckt sich eigentlich der Dijkstra? Es gibt keinen Verdammten. Da, ah, in sein Schwimmbad, okay. Da kann ich eigentlich gleich so hochlaufen. Es ist ja nicht weit. Da jetzt links. Und dann rechts runter. Ich diene dem ewigen Feuer. Ah, da habe ich jetzt ein Ding gehört, ein Troll. Ich weiß es schon. So, Dijkstra.